Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser brandneuen Ausgabe. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die Zuschauer unter euch. Und ja, wie eingangs erwähnt, das ist jetzt die letzte Folge, ja, vor der Ende der Aufnahmesession, die ich da heute, ja, am Silvester mache. Und ja, wie gesagt, im Hintergrund, ja, läuten da schon so ein bisschen mehr die Feuerwerke ein. Also von daher, ja, kann es mal ab und an mal sein, dass das Mikrofon, ja, diese Feuerwerke da auch mit erfasst und ihr teilweise Geräusche im Hintergrund hört. Seht darüber hinweg. Und wie gesagt, das wird dann auch die letzte Folge für diese Aufnahmesession sein, wo ich da auch jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 4,5 Stunden da dran sitze ungefähr. Und ja, was machen wir denn heute? Also in der letzten Ausgabe haben wir jetzt auch das letzte Gebiet von Schloss Morne jetzt auch vollständig erkundet. Und im Prinzip haben wir jetzt die Wahl, was wir denn als nächstes machen können. Und ich kann da schon mal so ein bisschen auf die Karte gehen, denn es sind noch ein paar Sachen offen, die ich gerne nochmal angehen möchte. Und zwar einmal das hier. Ja, da ist nämlich noch ein weiterer Todesvogel, den können wir ja nochmal zum Kampf herausfordern. Und zum anderen haben wir hier noch ein paar Gegner, die wir vielleicht nochmal bekämpfen können. Zum Beispiel halt diesen Unbär, der da noch hier oben noch verweilt. Und. Also da sind noch einige auf jeden Fall Sachen nochmal, die wir jetzt nochmal machen können. Das sind so kleinere Sachen, die eigentlich zum einen zur Checkliste dazugehören, ja, mit den ganzen Bosskämpfen, und zum anderen halt so kleinere Tätigkeiten da sind. Ich meine, das können wir jetzt beispielsweise ja auch entfernen, weil das ja eigentlich im Endeffekt der geisterhafte Kronleuchter war, der uns eigentlich auf irgendwas hingewiesen hat, aber der bringt uns ja eigentlich so gesehen ja auch nichts mehr. Und ja, diese Folge wird einfach mal eine Entspannungsfolge. Ich glaube, das haben wir uns ja auch irgendwo redlich verdient, ja, nach den letzten Ausgaben, wo es sehr, sehr viel Action gab, hier bei dem Halbinsel. Ja, trete ich mal so ein bisschen auf die Bremse. Wir machen heute mal wieder einen kleinen Entspannten draus. Und ja, in der nächsten Ausgabe kann ich schon mal ankündigen, wird dann die Storytime Teil 7 erscheinen. Ja, wo wir dann nochmal auf alle neuen Gegenstände eingehen werden, die wir jetzt über der Zeit ab der 101. Folge bis zur 121. dafür bekommen haben. Und im Endeffekt haben wir da schon einiges bekommen, die ich dann gerne auf jeden Fall mir nochmal einen genaueren Blick reinwerfen möchte. Das so viel zum Plan. Und dann hätte ich gesagt, würde ich dann beim nächsten Mal, also wenn wir mit der Storytime durch sind, dann tatsächlich hier weitermachen. Und zwar, ja, auf dem Weg Richtung Raya Lucaria, weil da ist ja immer noch quasi noch ein bisschen Weg, was uns da noch fehlt. Aber ich denke mal, das erreichen wir auch mehr oder weniger schon bald, diesen besagten Ort. Ja, und setzen dann unsere weitere Reise hier fort. Und ja, gucken da mal, was wir denn so noch alles hier erleben und entdecken können. Und ich meine, klar, wir haben ja natürlich noch den Klangperlenjäger hier noch offen, aber sei mir ehrlich, ich bin, glaube ich, noch nicht stark genug, um gegen ihn zu kämpfen. Also da müsste ich, glaube ich, meine Waffen noch ein bisschen mehr verbessern und noch eine bessere Rüstung anlegen. Und ja, da müssen wir einfach mal generell gucken, wie ich damit zurechtkomme. Ja, ansonsten haben wir hier beim Schloss Sturmschleier halt, wie gesagt, auch noch den einen Tree Spirit, den Erdbaumgeist. Den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal bezwingen, weil dann kriegen wir eine goldene Saat und mit dem können wir dann nochmal eine extra Flasche bekommen. Das wird sich auf jeden Fall anbieten. Hier hätten wir dann noch, wie gesagt, das Nebeltor, was wir dann noch öffnen müssen. Und beim Friedhof der Gestrandeten hätten wir auch noch ein bisschen was. Also wir haben da noch so ein paar Nebentätigkeiten, die wir da noch auf jeden Fall noch angehen könnten. Aber fürs Erste hätte ich jetzt gedacht, komm, zum Abschluss dieser Aufnahmesession mache ich einfach mal das, was offen ist. Ja, wir, ja, passt ja auch sehr, sehr gut, dass es jetzt Nacht geworden ist. Denn jetzt fordern wir mal den Todesvogel hier wieder heraus. Und der ja uns offen geblieben ist. Und der kriegt eins auf den Deckel. So, ja, entschuldigt für diesen kleinen Cut hier an dieser Stelle. Ja, ist da mal kurz mal was dazwischen gekommen. Und ui. Oh, ich habe ja vergessen, wie schön Leonia hier wie aussah, ne? Boah, habe ich irgendwie vermisst, hier in diesem Gebiet hier mal ein bisschen zu chillen, zu gehen. Boah, ich habe ja vergessen, wie cool dieses Gebiet aussah. Na gut, egal. Knöpfen wir uns jetzt mal den Todesvogel vor. Ja, weil der hat sich ja noch mal eine Abreibung verdient hier damals, ne? Den hatte ich ja jetzt quasi eigentlich ja übersprungen gehabt. Und ich denke mal, der wird ja jetzt, schätze ich mal, keine allzu große Herausforderung werden. Würde ich mal jetzt mal davon ausgehen. Und also wenn wir jetzt genauso vorgehen wie zuvor,
Ja, okay, der ist ausgewichen, sehr schön. So. Ha! Ja, ja, mich kannst du ja nicht angreifen, Kollege. Aber ich glaube, der teilt irgendwie generell ein bisschen mehr Schaden aus, ne? So im Vergleich zum letzten Todesvogel. So. Ja, doch, doch, doch. Der teilt schon gut mehr Schaden aus. Er hat auch ein bisschen mehr Leben. Im Vergleich zu seinem Sportsfreund. Der ist auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Krawall aus. So. Ha! So, nochmal einen schönen Schaden hier ab. Nochmal einen schönen Hieb gegeben. So. Ja, Doppelangriff. Nice. So. Einmal mich kurz gegenheilen und dann geht es weiter. Zack. Ha. Aber ich glaube, dass der da irgendwie mehr Leben hat. Also zumindest agiert hier auf jeden Fall deutlich härter als beim Schloss Morne. Also kann man mir mal echt nicht erzählen. So. Habe ihm einen schönen Headshot gegeben. Okay. Oh. Ja. Erstmal schön mit einem Sprungangriff hier wieder. Schön getroffen. Oh, das könnte ziemlich offen der Kampf werden, ne? Also ich meine, der hat halt nicht mehr viel Leben. Aber der macht seine Sache echt gut. Also ich glaube irgendwie, dass er stärker ist als den, den wir ja quasi im Schloss bekämpft haben. Au. Ja. So. Alles klar. Nochmal einen schönen Hit gegeben. Ja, ich konzentriere mich ja jetzt aktuell ein bisschen, weil ich will jetzt nicht gegen ihn verlieren, weil aktuell sieht das eigentlich ganz gut aus. Autsch, das war eigentlich etwas, was hätte vermieden werden können. So, ich wusste, dass er mit diesem Angriff hier kommt, aber alles gut. Ja, okay, schade. Au! Nein! Nein, 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 nein! Oh, so in letzter Minute auch noch. Puh! Das war aber mal eng hier. Rotgefiedertes Astschwert. Ja, das Krasse ist halt nämlich, wir haben ja jetzt 6600 Runen dafür bekommen. Ich glaube, das war eine deutlich stärkere Version als im Schloss, oder? Also, das kann man mir doch echt nicht erzählen. Kann man mir doch echt nicht erzählen. Also, das war halt nichts im Vergleich zu dem, gegen den wir im Schloss gekämpft haben. Der war deutlich stärker. Der hatte auch mehr Leben, der hatte auch mehr, ja, Angriff gehabt. Boah, der war aber schon richtig fies gewesen. Der war... Boah, ich wollte gerade sagen.
Gut. Die haben ja jetzt eigentlich auch fast kein Leben mehr. Auch keine Tränke mehr. Aber dafür, naja, ein Astschwert bekommen. Das können wir uns einmal ganz kurz anschauen. Rot gefiedert diesmal. Erhöht die Angriffskraft bei niedrigen LP. Ja, ist halt die Frage natürlich um wie viel, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Also. Ich meine, wir könnten das ja theoretisch uns mal ausrüsten, um einfach mal gegen zu prüfen, weil wir haben ja jetzt niedrige Leben. Da können wir ja nämlich mal gucken. Weil das erhöht ja jetzt quasi unser Angriff. Aber ich glaube, wir sehen nicht. 336. Warte mal, und wenn ich das jetzt wegmache... ...280. Oh. Okay, also das erhöht unser Angriff schon auf jeden Fall um 20%. Das ist nicht schlecht. Ja, aber lohnt tut es sich, um ehrlich zu sein, nicht. Wie gesagt, also irgendwie war ich mir auf definitiv sicher, dass das irgendwie eine stärkere Version vom Todesvogel war. Also kann man mir halt echt nicht erzählen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es sogar so ist. So. Ja, nachdem wir den jetzt auch endlich mal bezogen haben, würde ich sagen, gehen wir mal zu dem nächsten Kontrahenten. Ne, da ist ja nämlich unser Runenbär, den wir ja auch noch liegen gelassen haben, weil er da doch ziemlich krass ist. Naja. Ja, und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, da kann ich ja jetzt auch einmal kurz darauf eingehen, jetzt wurde halt letztens in den Kommentaren geschrieben, und zwar im Zuge der 100. Folge, auch lustig, von dem gleichen Kommentarersteller, oder vom gleichen Zuschauer, wie der uns ja schon bereits hier bei dem Video mit dem Schwätzige-Ritter uns große Hilfe geleistet hat, da hat er nämlich schon zu uns geschrieben, ja, wenn du das Schloss hier erfolgreich abgeschlossen hast, ja, gehst du da überall jetzt durch wie warmes Butter, so gesehen. Und, also beziehungsweise durch den Rest des Spiels. Ich würde mal optimistisch und pessimistisch mal wiederum behaupten, dass das nicht der Fall sein wird. Weil, ja, wir hatten ja gesehen, gegen den Todesvogel, der war ja deutlich stärker als der im Schloss. Da hatten wir doch schon ein bisschen unsere Probleme gehabt. Ja, wir sehen ja, wir haben ja auch deutlich mehr Runen dafür bekommen. Eigentlich dreimal so viel. Und ich glaube, wenn wir jetzt gegen diesen Bär antreten würden, dann kriegen wir auch vermutlich ein bisschen mehr. Würde ich mir einfach mal so in den Raum werfen. So, da ist das Ding. Das interessiert uns jetzt aber eigentlich gar nicht. Sondern vielmehr interessiert mich eigentlich dieser Bär. So. Ach so. Alles klar. Ja, der hat mich einfach mal so gekillt. Ja, ich glaube, ich sollte vielleicht mal ein Level aufsteigen. Bevor wir uns dem Widersacher nochmal widmen. Weil die 16.000 will ich jetzt ungern einfach mal so verlieren wollen. Das habe ich jetzt auch nicht, unbedingt nötig. Was ist denn das jetzt? Da oben? Warum? Hä? Wie random ist das denn bitte? Nee, oder befindet er sich da unten? Könnte sich beim Bär jetzt befinden, ne? Oh, das wird eklig. Das wird eklig, die jetzt zurückzuholen. Weil wenn er uns jetzt nochmal schafft zu killen, und da ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich, ziemlich hoch, dann sind unsere 16.000 Runen, die wir bis dato gesammelt haben, einfach mal spurlos verschwunden. Habe ich Bock drauf? Naja, nicht so wirklich, ne? Okay, der Runenbär, lassen wir auch mal außen vor. Noch. Also ich glaube, das dürfte ein größerer Widersacher sein. Den ersten, gegen den wir ja gekämpft haben, der war ja eigentlich relativ einfach, aber
Ja, ich glaube, seitdem wir in Blyonia sind, habe ich auch irgendwie feststellen müssen, jetzt auch nach dem Kampf gegen den Todesvogel, dass die ganzen Gegner, gegen die wir kämpfen, wirklich stärker geworden sind. Ja, gut, würde ja auch Sinn machen, natürlich, weil ja die Levelkurve ja auch irgendwo ansteigen muss. Ne, weil ich denke mal, wenn wir jetzt nochmal gegen den Runenbär gekämpft hätten, ne, in der Form, wie er bei Limgrave war, ich glaube, den hätten wir bezwungen, tatsächlich. Da würde ich sogar meine Hand ins Feuer legen dafür. Ich glaube, den hätten wir bezwungen. Ach du heilige Scheiße. Ja, Scheiße. Lass mich abhauen. Oh, Gott. Au. Nein, du lässt mich jetzt in Ruhe, okay? Ich hab dir nichts getan. Boah. Junge, Junge. Kommt der? Kommt der? Ich glaube, der lässt uns in Ruhe, ne? Ach, Schwein gehabt. Puh. Das war jetzt mal ganz knapp gewesen. So, kehren wir nochmal zurück. Da können wir ein Level aufsteigen. Alter Schwede, das war jetzt aber mal unnötig eng. So. Und damit würden wir dann unseren Glauben jetzt als nächstes erhöhen und brauchen dann anschließend 15.682 Runen. Das wird halt immer mehr. Aber es ist schon krass, dass wir halt jetzt innerhalb von kurzer Zeit recht viele Stufenaufstiege haben. Ja gut, ist ja auch natürlich dem geschuldet, dass wir auch relativ viele Bossgegner da auch jetzt in letzter Zeit bezwungen haben. Gut, den Runenbär lassen wir mal offen. Ich glaube, gegen den haben wir Stand jetzt, muss man halt einfach sagen, gar keine Schnitte. Muss man auch fairerweise da auch so sagen. Können wir ja mal gucken, ne? Ich meine, was hätten wir dann noch offen? Ja, ich gucke mal einfach mal so ein bisschen durch. Also ihr seht ja auch, ich habe eigentlich so nicht wirklich einen Plan, was ich da, sagen wir mal, für Folgeninhalt hier organisiert habe. Hier hätten wir noch einen Runenbär, aber der wäre mir eigentlich schon wirklich zu stark, muss man sagen. Wir könnten tatsächlich versuchen, vielleicht nochmal den Baumgeist hier zu besiegen. Weil wir auch jetzt natürlich dementsprechend viel stärker geworden sind. Aber ich weiß nicht, ob wir da gegen ihn irgendwie eine Schnitte haben. Wir probieren es mal. Ich meine, wir sind ja jetzt, wie gesagt, gutes Stück stärker geworden. Vielleicht wirkt sich das ja auch positiv dementsprechend aus. Auf unser aktuelles Niveau, in der wir uns momentan befinden. So, jetzt muss ich eigentlich nur gucken, wie ich da jetzt, hier ankomme, ohne dass ich da irgendwie mich da noch irgendwie mit irgendwelchen Gegnern messen muss. Weil rein theoretisch müsste ich ja von hier runterspringen, ne? Genau. Müsste von hier runterspringen. Dann kriegen wir die Hälfte Schaden, also Hälfte, ne? Genau. Ja, okay. Es ist jetzt mittlerweile ein Drittel, weil wir auch dementsprechend mehr maximales Leben jetzt haben. So, und dann müssen wir hier runter. Genau. So, und da befindet sich ja auch der Geist. Dann können wir einfach mal gegen ihn mal probieren und mal gucken, ob wir da vielleicht eine Chance haben. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass wir jetzt nicht unbedingt eine Schnitte gegen ihn haben werden, aber soll mir eigentlich egal sein, weil darum geht es ja auch im Prinzipiell nicht. Ich meine, wenn er zu stark sein sollte, dann lassen wir ihn auch. Ne? Da macht es auch keinen Sinn, gegen das Vieh hier zu kämpfen. So.
Genau. Das ist ja mal richtig insane, was er da jetzt rausgeholt hat. What the fuck? Okay, er hat sich anscheinend doch mal geboostet. Ah ja. Das Geile ist, es ist einfach kein Bossgegner auch noch, ne? Holy shit. Das, jo. Mehr gibt's ja auch nicht zu sagen, ne? Aber gut, oh, das war jetzt aber ganz schön eng hier. Gerade. Aber wir könnten... Ah. Ja, wir probieren es nochmal. Also, es sah jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus gerade. Also, wir hatten schon ein bisschen mehr gegen ihn ausrichten können. Es ist halt krass, dass er einfach mal nochmal... Ja. Ich mochte dich jetzt alle. So, nach dem Motto. So, ich muss jetzt mal kurz meine Ausdauer regenerieren. Ey, das Ding ist auch noch so hässlich. Aber er ist ganz schön agil, das muss man dem lassen. Also dafür, dass er richtig groß ist, ist er ziemlich agil. Oh. Okay, damit hat er uns erwischt. Scheiße. Junge, ey. Okay, jetzt setzt er den Burst-Mode ein. Jetzt wird's noch mal ein bisschen heftiger. Och Junge, ey, ich komme da überhaupt nicht durch gegen den, ne? Also, er kann Heiligschaden austeilen, ich kann auch Heiligschaden austeilen. Ja, wir haben schon wieder gegen ihn verloren. Okay, das ist ja ziemlich krass, ey. Ja gut, ne? Ich meine, wir können es jetzt vielleicht nochmal probieren. So nochmal als Denkanstoß, da nochmal mit der Fackel hier an den Start zu gehen. Mit der Stahldrahtfackel. Ne? Da würden wir zwar nicht viel Schaden austeilen, aber wir haben Feuerschaden. Und das könnte vielleicht gegen ihn effektiv sein. Wäre nochmal ein Versuch, den ich nochmal geben würde damit, ne, dass wir da vielleicht nochmal mit Feuer an den Start gehen. Ansonsten lassen wir den auch erstmal, soweit wie er ist, ja. Weil dann sind wir vielleicht einfach auch noch nicht gut genug, um gegen ihn zu bestehen. Ne. Weil dass er sich da auch noch jetzt irgendwie noch eine zweite Phase hier gönnt, ja. Obwohl er kein Bossgegner ist. Ist schon ziemlich nice, nicht? Ja, der wollte mich schon wieder slam, ey. Hast du diese Ratte? Okay. Aus dem Weg! Ich muss auch sagen, das Ding so, sieht so hässlich aus. Und wir richten mit der Waffe eigentlich gar keinen Schaden an. Ja, wow. Wie kacke ist das denn?
quetscht sich auch irgendwie überall durch, ne? Das ist so cool. So, jetzt greift er uns hier mit seiner coolen Feuerattacke an. Also, solange in dem Zustand ist, kommen wir da einigermaßen gut durch. Wow. Oh, wenn wir den doch nur critten würden, das wäre ziemlich geil. Oh, Alter. Du kannst halt nichts gegen ihn ausrichten, ne? Ich bin mir aber gar nicht mal so sicher, ob dieser Feuerschaden, den wir ihm austeilen, Junge, Junge, ey. Digga, es ruckelt auch die ganze Zeit. Es ist so ein Ruckelfestival hier. Ja, okay, da hat er uns erwischt. Fand ich nicht so cool. Ja. Ja, aber er scheint auf jeden Fall ziemlich beeindruckt zu sein, wenn wir ihm Kopftreffer setzen. Ja, wie gesagt, nee, das ist so einfach geistesgestört, dass dass wir da einfach nur mit so einer doofen Fackel hier gegen ihn kämpfen, ne? Ja, scheiß auf die verlorenen Runen, Mensch. Wen jucken denn die verlorenen Runen? Boah, wenn es halt ganz cool wäre, wenn wir den mal irgendwann mal schaffen würden zu critten. Aber was ganz interessant ist, gerade durch diese Feuerangriffe, naja, wenn wir dieses komische Vieh dann irgendwie zum Schmelzen und dadurch könnten wir ihn vielleicht theoretisch deutlich verwundbarer machen. Also wäre jetzt so meine Theorie. Irgendwie. Ne? Autsch. Okay, das war's. Ne, weil je mehr Feuerschaden wir dem austeilen, umso, naja, umso mehr geht er von seiner Haut irgendwie weg. Ne? Dadurch ist er halt irgendwie ein bisschen verwundbarer. Also wäre eigentlich tatsächlich mit einer Waffe mit einer Feuerschaden gar nicht mal so verkehrt. Aber wie gesagt, hey, das hat ja so geruckelt bis zum geht nicht mehr. Zumindest auf dem Vorschaubild sah das halt richtig insane aus. Aber gut, dann sparen wir uns den auch erstmal auf. Ja, können wir noch irgendwie was auf die Schnelle noch machen? Ja, ich gucke ja gerade auf die Aufnahmezeit. Eigentlich soweit nicht, ne? Weil die Sachen, die uns noch gefehlt haben, die sind ja eigentlich alles schon so weit durch, ne? Außer das, was uns eigentlich noch fehlt. Keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich, ich hätte irgendwie jetzt erstmal nicht mehr, was da noch offen ist. Wir können noch mal vielleicht mal zum Lehrsaal gehen. Ne? Da habe ich auch noch ein offenes Ereignis mit dem
Podest. Genau. Ne, ob sich da irgendwas getan hat. Ja, etwas gehört auf dieses Podest, aber man weiß bis Stand jetzt immer noch nicht, was da aufs Podest gehört. Na. Ich glaube, das kommt noch vermutlich später. Würde ich mal meinen. Ja, rüsten wir uns mal zurück zum Schwert. Und ja. Nö, ne, dann ist auch das Ereignis weiterhin offen für uns. Na gut. Vielleicht nochmal gegen den Klangperlen-Heini zum Abschluss? Ja, komm, machen wir einfach mal. Ich meine, ich habe ja noch die Zeit, warum auch nicht. Ich glaube, es müsste ja jetzt, glaube ich, Abenddämmerung sein oder so. Ach, morgen ist das. Pff, nee, Nachteinbruch, wenn dann bitte. Dann versuchen wir nochmal gegen den Kerl nochmal zu kämpfen. Einfach mal. Und ja, vielleicht gewinnen wir auf einmal gegen ihn. Man weiß es ja nicht. Es würde mich halt sehr darüber freuen, wenn es irgendwie noch klappen würde. Dass wir da doch zumindest ein Erfolgserlebnis halt quasi rausgehen. So. Okay, der bleibt halt noch dort. Ach, ist ja manchmal irgendwie so ein Bug. Aber macht nichts. So. Okay. So, dann probieren wir mal gegen ihn, ne? So, damit hat er uns gekillt. Au. Ja, schön. Boah, der ist ja genauso blöd wie der Dings Schmelztiegelritter, ne? Ah, komm, einen Versuch gebe ich noch, weil der war jetzt wirklich ein bisschen kacke. Er ist halt wirklich genauso blöd wie der Schmelztiegelritter. Also da geht es auch hier eher darum, dass man seine Moves wirklich ein bisschen studieren muss. So, setzen wir uns noch mal ganz kurz ran. Und dann käme er auch hier. Ist halt natürlich die Frage, wie geht man denn am besten gegen so einen Gegner vor? Ich meine, wir können ja auch keine Asche beschwören, ne? Ja. Okay, ich glaube, da haben wir ihm richtig mal ordentlich eingeheimst. Nein! Oh, Alter, wir haben ihn aber echt gut hier zugesetzt. Ich muss einmal kurz mal die Facecam nochmal neu machen. Aktivieren. So, jetzt. Sieht das ein bisschen besser aus. Oh, aber wir sind ja gut durchgekommen. Oh, jetzt will ich ihn aber unbedingt haben. Jetzt will ich ihn aber unbedingt haben. Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt habe ich aber mal richtig Blut geleckt. Und zwar machen wir nämlich Folgendes. Wir starten wir uns mal ganz kurz mit der Insignia aus, damit wir mehr Schaden austeilen können. So. Lol.
Das wäre ja richtig bekloppt. Okay, wir könnten das Gebäude hier zur Hilfe nutzen. Hallo. Ja, ey! Och Mann, ey, das war jetzt wegen dem Ruckeln hier. Ey, das ist doch kacke. Ich glaube, das werdet ihr vermutlich in dem Video nicht sehen, aber bei mir ruckelt das Vorschaubild manchmal so krass. Das ist echt kacke, sowas. Ja, toll. Er hat ja auch schon wieder keine Schnitte gehabt. Ich weiß auch nicht, ob Heiligschaden ganz gut ist gegen diesen Kerl. Da bin ich mir, um ehrlich zu sein, gar nicht sicher. Nein! Okay, das war's. Das war's. Okay, das war ein guter Try auf jeden Fall. Aber ich glaube, mit dem Schwert sind wir besser dran. Boah, ja, moin, natürlich. Ja, natürlich! Ja, klar! Du mich auch! Arschgesicht! Ja, dass er mich da irgendwie nicht in den Combo erwischt. Oh, ey, wenn ich in Combo bin, dann ist es vorbei eigentlich. Ja, och Mann! Das war schon wieder ein guter Try gewesen. Oh, es ist doch ein bisschen lächerlich. Ich kann mir diesmal so gut an. Das hätte auch fast geklappt. Ja, eigentlich hatte ich jetzt geplant, so eine entspannte Elden Ring-Folge zu machen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt irgendwie so krass durchziehen möchte. Ja, es kommt halt wirklich drauf an, dass man halt wirklich, ja, genug Ausdauer hat. Ja, klar. Natürlich macht er Essen. Ja, macht er natürlich noch 10 Mal Kombo, du Idiot, ey. Boah, langsam frustet der mich jetzt. Natürlich! Natürlich! Alter, ich hab mich hier festgebackt! Auch nicht mal die Gelegenheit, hier aufzustehen. Und der finisht dich trotzdem. Was ist das hier für ein dämlicher Gegner? Ich sag doch, ey, das ist reines Best-of-Material gerade, ne? Wie soll man dagegen so ein Arschloch ankommen? Und sorry, dass ich da jetzt auch viel fluche, aber... Der lässt mir echt keine andere Wahl. Boah, am liebsten würde ich ihn einfach nur mit diesem Großschwert hier einfach mal niedermachen. Ich glaube auch echt, dass der Heiligschaden halt überhaupt nichts bringt. Wir müssen einfach seine Blutung triggern. Wenn wir das haben... Dann können wir richtig Schaden austeilen. So. Lassen wir ihn mal zu uns kommen. Ja, eigentlich müssen wir wirklich einfach nur geduldig sein. So. Mhm, klar, natürlich. Ja.
Mich würde mal echt interessieren, was er da für eine Technik da verwendet. Ob das da auch irgendwie... Nee, Blutung ist das ja nicht, ne? So. Ah, Kacke! Herz hat uns schon wieder! Ich sollte da nicht mit null Ausdauer an den Start gehen, ne? Nee, bringt nichts. Bringt nichts, egal was ich tue. Der hat nicht. Problem ist, Blutung wird ja auch erst ausgelöst, wenn ich ihn so schnell wie möglich angreife. Ja, das ist halt wie bei uns. Wenn wir mit dem Blutungsstatus hier konfrontiert werden, dann geht ja auch der Balken immer zurück. Ja, das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, ihn so oft anzugreifen, dass er da an der eigenen Blutung verreckt. Ja, und wenn wir das dann haben, dann ist die Chance eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir dann gegen den auch gewinnen. Und wie gesagt, ey, ich werde so lange nicht aufgeben, bis wir ihn jetzt haben, ne? Feuerwerk geht mir auch schon so ein bisschen hardcore vom Keks, aber ja, so ist es eben. Wir könnten vielleicht noch irgendwie versuchen mit dem... Boah, wisst ihr was? Wir verstärken nochmal unseren Angriff. Vielleicht einfach mal wirklich geduldig sein und einfach mal auf den richtigen Moment warten. Ne? Bringt halt gar nichts, ihn die ganze Zeit anzugreifen, weil er dann einen immer wegkontert. Und einfach mal das Areal irgendwie ein bisschen mal zunutze machen. So. Okay. Alter! So. Ich muss einmal kurz nochmal gegenheilen. Ja, okay, das war's. Da hat er mich. Da hat er mich. Mhm. Genau das ist nämlich das Problem, weil wenn ich immer nicht dagegen heile, da kommt er mir mit was weiß ich noch an. Ja, gerade mit seinem Greifen und dann killt er mich einfach. Eigentlich kann man ihn besiegen. Eigentlich kann man ihn sogar besiegen. Ey, ich bin sogar so zuversichtlich, dass das funktioniert. Ey, es kann doch einfach echt nicht wahr sein. Boah, ich verzweifle da schon an so einem dämlichen Gegner. Ah, vielleicht ist ja auch die Uchi Katana nicht wirklich die beste Waffe dafür. Das weiß ich ja vielleicht auch nicht, ne? Ich denke mal, vielleicht wenn wir die ganze Zeit mit Bogen spielen, sind wir da besser dran. Wisst ihr was? Wir werden mal was ausprobieren.
Ja. Okay. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich so die letzte Methode, die mir verbleibt. Vielleicht ist das wirklich die Strategie, die wir gehen müssen. Vielleicht halt die ganze Zeit mit dem Zauberstab auf ihn einschießen, aber dann brauchen wir tatsächlich nochmal, ich glaube, mindestens 3 Tränke oder so. Oh, wartet. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir ihn besiegen. Ich habe eine Idee. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Was ist, wenn wir ihn die ganze Zeit im Gebäude feststecken lassen und wir ihn die ganze Zeit von hier aus bearbeiten? Hohoho. Ich glaube, das könnte, glaube ich, vielleicht... Boah, ey, ich habe vergessen, ne? Auf Nacht zu setzen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, der wir gehen könnten. Halt einfach die ganze Zeit in Deckung bleiben. Und ihn dann so bearbeiten, aber sowas von. Hohoho. Ah, okay. Nee, das klappt nicht. Okay. Hat sich's geregelt. Scheiße. Er hat auch gar keinen Schutz dagegen, ne? Okay, wir gehen mal auf Abstand. Ja, dass die Wölfe da jetzt auf den Sack gehen. Ey, ihr sollt mich mal in Ruhe lassen, okay? Ich habe gerade einen Bosskampf. Jungs! Seid ihr doof? Was ist denn jetzt? Da. Das ist ja, glaube ich, echt asozial, ihn so zu bekämpfen. Aber, naja, eine andere Wahl sehe ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Einfach die ganze Zeit auf Abstand bleiben. Okay. Mit nochmal. Scheiße, nochmal gegenheilen. So, nochmal auf Abstand gehen. So. Boah, jetzt hat der Zauberstab auch mal endlich mal Nutzen. Boah, ich glaube, ihm gefällt es nicht, wie ich ihn verarbeite. Ihm gefällt es, glaube ich, nicht. Aber... Ja, wir verfolgen das auch die ganze Zeit, ne? Aua. Das ist scheiße. Hey. Jungs, Klangperlenjäger, kannst du mal helfen? Oh, danke. Danke. Oh. Ach, ja, geht doch. Hä? Was ist da hinten? Klangperle des Knochenhändlers. Jo, wir haben's geschafft. Yay. Das hat ja auch Ewigkeiten gedauert.
Ja, wollt ihr? Na? Traut ihr euch nicht, ne? Okay, eigentlich war das so maximal bescheuert, was ich jetzt gemacht habe, aber... Ja, ich habe da keine Wahl gesehen. Aber es hat funktioniert. Es hat einfach funktioniert. Wir haben den Klangperlenjäger besiegt. Zwar nicht auf die schönste Art, muss man fairerweise sagen, aber ganz ehrlich, da ist mir wirklich auch jedes Mittel recht. Da ist mir wirklich auch jedes Mittel recht. Das ist mir auch so kackegal, ne? Ja, schön, dass du wieder da bist. Nein, habe ich nicht. Danke. Nee, kann es nicht. So, dann endlich mal wieder zurück auf unsere Klinge. Ey, aber das mit dem Zauberstab hat ja super funktioniert. Das hat uns wirklich nochmal den Hintern gerettet. Sagen wir es so, wie es ist. Ja, ich werde mal gucken, wie ich die Folge dann schneiden werde. Aber hier würde ich mal sagen, setze ich einfach mal einen Cut. Wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Und zwar mit dem Storytime Teil 7. Das wird dann als nächstes kommen. Und dann, denke ich mal, setzen wir die Reise von Leonia aus fort, hätte ich jetzt gesagt. Da würde ich dann quasi einfach mal hier nochmal weiter aufbrechen und dann nochmal weiter hier die Welt erkunden, weil wir haben ja hier noch ein paar Orte offen, die wir auf jeden Fall uns noch anschauen müssen. Unter anderem diese hier und ich glaube, den See haben wir eigentlich schon so mehr oder weniger abgefrühstückt, aber ich glaube, da ist noch was offen. Na, also ihr merkt schon, da ist noch ein bisschen was da, was wir auf jeden Fall noch erkunden können. Und das würde ich dann auch dementsprechend beim nächsten Mal weitermachen wollen. Bevor wir jetzt aber quasi die Folge beenden, gucken wir uns nochmal zum Abschluss dieser Ausgabe das Ding hier an, was wir von ihm bekommen haben. Wenn ich das da irgendwo finde. Da, Klangperle des Knochenhändlers. Gibt dies Zwillingsjungferhöhlen für neue Objekte? Die Klangperle eines unglücklichen Knochenhändlers, erschlagen von einem Klangperlenjäger, bietet sie Zwillingsjungferhöhlen in der Tafelrundfeste an, um Zugang zu folgenden Gegenständen zu erhalten. Dünne und schwere Bestienknochen. Na komm, das können wir doch mal machen. Ich meine, die Folge hat ja eh schon Überlänge. Und dann kann ich ja schon mal währenddessen die Abmod machen. Ja, und da bedanke ich mich bei euch schon mal dennoch ganz herzlich fürs Zuschauen dieser heutigen Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X. Ich bin mal gespannt, ob ich die Folge dann auch uncut lassen werde oder ob ich da mal hier und da ein bisschen schneiden werde oder hier und da nochmal ein bisschen mit Effekten versehen werde, weil ich denke mal, der Kampf gegen den Klangperlenjäger war jetzt, muss man auch sagen, nicht so spannend gewesen. Also so für mich persönlich jetzt. Ja, spätestens als wir da jetzt mit Zauberstab an den Start gegangen sind. Aber man muss einfach eins sagen, wir hatten dennoch mit dem den Klangperlenjäger bezwungen. Ich weiß, das ist nämlich ein sehr, sehr starkes Ergebnis, was wir hier erzielt haben. So, hier. Damit sollten wir dünne und schwere Bestienknochen im Angebot haben. So sieht's auch aus. Ist ganz cool auf jeden Fall. Aber das, wenn da irgendwie was dafür kaufen muss, weiß ich ja auch nicht. So. Die dritte Rüstung ist auch ziemlich insane, ne? Wenn ich mir das so angucke. Naja, jedenfalls. Wie gesagt, wenn euch die heutige Ausgabe von Elden Ring gefallen haben sollte, dann ist gerne eine Bewertung auf dieses Video da. Sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits, würde ich mich da auch dementsprechend sehr drüber freuen. Ja, damit beende ich die Aufnahmesession auch ein bisschen länger als gedacht. Und ja, mal gucken, wie ich diese Folge gestalten werde. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und habt einen schönen Tag und haut rein.